Neben dem statischen Verhalten interessiert natürlich bei Leistungs-MOSFETs ähnlich wie bei den Dioden auch das dynamische Verhalten. Dieses wird jetzt im Wesentlichen bestimmt durch parasitäre, aufbaubedingte Kapazitäten. Das heißt, bei der Leistungs-MOSFET besteht ja aus unterschiedlichen Schichtenfolgen, Halbleiterschichtenfolgen und die unterschiedlichen Kontakte der Anschlüsse bilden zueinander Kapazitäten und diese werden jetzt umgeladen werden müssen, damit wir den MOSFET ein- und ausschalten können. Das heißt, kurz zusammengefasst, diese parasitären Kapazitäten bestimmen das Schaltverhalten. Wir müssen also unser MOSFET-Ersatzschaltbild, um Schaltvorgänge zu verstehen, eigentlich erweitern. Das heißt, wenn wir hier betrachten, den MOSFET, haben wir nicht nur diesen MOSFET, vielleicht noch die Bodydiode, sondern wir haben eigentlich zusätzlich zwischen den Anschlüssen jeweils Kapazitäten. Wir haben zwischen Gate und Source die Gate-Source-Kapazität, CGS. Wir haben zwischen Gate und Drain die Gate-Drain-Kapazität, CGD. Wir haben dann noch zwischen Drain und Source die Drain-Source oder Ausgangskapazität, CDS und diese bestimmen jetzt hier an der Stelle, wie das eigentliche Schaltverhalten dieses MOSFETs sein wird, dass wir ihn zum Beispiel nicht beliebig schnell schalten können. Tatsächlich werden wir diese Kapazitätswerte so direkt nicht im Datenblatt finden. Das heißt, wenn wir ins Datenblatt eines MOSFETs schauen, sind dort andere Kapazitäten definiert, und zwar einerseits die Kapazität CISS als der Wert CGS plus CGD. Das ist die Eingangskapazität. Dann der Wert COSS, das ist die Kapazität CGD plus CDS, das ist die Ausgangskapazität. Und als letztes ist dann noch definiert die sogenannte Rückwirkungskapazität CRSS, das ist die Kapazität CGD zwischen Gate und Drain. Das ist die sogenannte Rückwirkungskapazität. Und tatsächlich können wir aus diesem Gleichungssystem, was jetzt hier angegeben ist, die Kapazitätswerte des MOSFETs bestimmen, wenn wir die im Datenblatt haben. Dazu muss man Folgendes noch sagen: Hier die Kapazitäten sind eigentlich nicht linear. Das heißt, hier haben wir für zumindest Gate-Drain-Kapazität, Drain-Source-Kapazität Nicht-Linearitäten. Das heißt, aufgrund der Nicht-Linearität werden wir auch CISS, COSS, CRSS im Datenblatt in Diagrammform finden. Was müssen wir jetzt tun, wenn wir den MOSFET ein- und ausschalten wollen? Tatsächlich entscheidend für den Leitzustand ist die Spannung zwischen der Gate-Source-Elektrode. Das heißt, tatsächlich müssen wir hier eine Spannung UGS anlegen, die größer ist als die Schwellspannung zum Einschalten. Und an dieser Stelle, um den MOSFET auszuschalten, müssen wir hier diese Eingangskapazität entladen. Das heißt, Umladen der Eingangskapazität wird nötig sein, um den MOSFET ein- und auszuschalten. Das heißt, diese Eingangskapazität CISS muss umgeladen werden, weil wir nur dann den Leitzustand ändern können. Jetzt muss man Folgendes beachten. Häufig sagt man, okay, der MOSFET ist ein Bauelement, was eine leistungslose Ansteuerung benötigt oder eine leistungslose Ansteuerung hat. Tatsächlich brauchen wir, wenn wir den MOSFET schnell ein- und ausschalten wollen, hohe Spitzenströme, weil wir hier ja kapazitive Umladeströme ins Gate reinbringen müssen. Das heißt, tatsächlich muss hier ein Strom ins Gate reinfließen, IG, der jetzt diese beiden Kapazitäten hier aufladen kann, beziehungsweise entladen kann, um den MOSFET ein- und auszuschalten. Das heißt, hohe Spitzenströme sind nötig, falls schnell ein- und ausgeschaltet werden soll. Warum will man schnell schalten? Das werden wir später sehen. Und zwar,
je schneller wir schalten, desto geringer können prinzipiell Schaltverluste werden, zumindest bei hartschaltenden Topologien, wenn man ein vereinfachtes Modell benutzt. Praktisch ist es aber so, dort muss man einen Kompromiss treffen zwischen der Schaltgeschwindigkeit und auch der Störaussendung, den Verlusten. Ein schnelleres Ein- und Ausschalten würde zwar theoretisch Verluste etwas reduzieren, aber auf der anderen Seite auch größere Störaussendung. Ähnlich wie bei der Diode werden wir auch hier das Schaltverhalten typischerweise anhand einer Testschaltung definieren. Oder kann man das nachvollziehen? Und das wollen wir jetzt betrachten. Das heißt, wir schauen uns jetzt die Schaltvorgänge beim MOSFET an. Das heißt, wir haben hier ein MOSFET, den wir betrachten, so ähnlich wie bei der Diode, wo wir das Reverse Recovery Verhalten betrachtet haben, und werden auch hier eine Testschaltung benutzen, die einem typischen Anwendungsfall entspricht. Das heißt, auch hier werden wir so eine induktiv geklemmte Last haben. Ich male das mal auf. Wir haben also hier eine Diode. Parallel zu der Diode werden wir eine Induktivität haben. Als Schalter hatten wir jetzt bei der Diode, wo wir das Schaltverhalten untersucht hatten, einen idealen Schalter genommen. Hier werden wir jetzt unseren MOSFET nehmen. Dieser MOSFET wird jetzt tatsächlich angesteuert werden über einen Vorwiderstand aus einem Treiber raus. Dieser Treiber erzeugt irgendwo auf die Masse bezogen eine Spannung UT. Und wir werden dann anschauen, hier an dieser Stelle, einerseits jetzt eine Spannung UGS am MOSFET, wie sich hier der Spannungsverlauf an dem MOSFET zwischen Gate und Source verhält. Dann werden wir uns angucken an dieser Stelle, wie sieht der Strom durch den MOSFET aus, der Strom ID. Und wir werden uns anschauen die Spannung UDS am MOSFET. Und das werden wir tun unter der Beachtung dieses Lastverhaltens, wo wir sozusagen hier eine Induktivität haben, in der fließt ein näherungsweise konstanter Laststrom IL, zumindest während der Schaltvorgänge, weil sich der Strom in der Induktivität nicht beliebig schnell ändern kann. Die Schaltvorgänge werden vergleichsweise kurz sein. Das Ganze hier, die Last ist angeschlossen an eine Spannungsquelle UB und diese Schaltung entspricht dann hier einem typischen Anwendungsfall, wie schon bei der Induktivität gesagt, das ist diese induktiv geklemmte Last. Als typisches Beispiel für hart geschaltete DC-DC-Wandler und Wechselrichter, wie wir sie im Laufe dieser Vorlesung kennenlernen werden. Tatsächlich werden wir jetzt annehmen, dass die Diode hier die ideal ist, damit wir sozusagen uns nur auf die auf die Vorgänge beim MOSFET konzentrieren können. Und wir werden annehmen, dass sozusagen der Strom IL gleich konstant ist. Das heißt, die Induktivität werden wir zur Betrachtung der Schaltvorgänge ersetzen durch hier eine Stromquelle mit dem konstanten Wert IL. Das wird das erleichtern. Das heißt, wir werden jetzt im Folgenden anschauen, okay, was passiert, wenn jetzt hier aus dem Treiber eine Spannung rauskommt. Dieser Treiber ändert seinen Spannungswert von zum Beispiel 0 auf 15 Volt, von 0 auf einen Maximalwert und dann umgekehrt wieder von diesem Maximalwert auf 0. Wie werden sich dann die Größen Gate-Source-Spannung, Drain-Source-Spannung und der Strom-ID verhalten und wie können wir daraus abschätzen, A, welche Parameter beeinflussen die Dauer des Schaltvorgangs und an dieser Stelle auch werden wir sehen, dass hier dann Schaltverluste entstehen. Tatsächlich, wenn wir diese Schaltung betrachten, werden wir hier vier Zustände haben. Die werde ich jetzt mal zunächst mal aufzeichnen und danach versuchen zu erklären. Das heißt, der MOSFET selber hier wird ersetzt werden durch das Ersatzschaltbild, was wir hier oben angegeben haben. Tatsächlich mit den Kapazitäten. Wir werden die Ausgangskapazität nicht berücksichtigen, weil die im Wesentlichen vom Laststrom umgeladen wird und nicht direkt durch die Ansteuerung beeinflusst werden kann. Für eine grobe Betrachtung reicht es aus, jetzt zunächst mal die Gate-Drain-Kapazität und die Gate-Source-Kapazität zu betrachten. Und den MOSFET selber werden wir jetzt ersetzen, je nachdem in welchem Betriebszustand er ist, entweder durch eine Unterbrechung, wenn er ausgeschaltet ist, oder durch einen ohmschen Widerstand, wenn er komplett eingeschaltet ist, oder im dritten Fall, weil der tritt nämlich jetzt auf, durch eine spannungsgesteuerte Stromquelle, wenn er im aktiven Bereich ist, im Verstärkerbereich. Und entsprechend werden wir dann unterschiedliche Schaltzustände haben. Ich male das jetzt mal kurz hier hin und dann werden wir uns die Spannungsverläufe und all das anschauen. Das heißt tatsächlich,
haben wir hier vier Schaltzustände. Wir werden zunächst den Einschaltvorgang betrachten. Beim Einschaltvorgang wird es sein, im ersten Zustand wird die Diode leitend sein. Das heißt, der Transistor ist vorher ausgeschaltet, schaltet ein, wenn vorher die Diode eingeschaltet ist. Wir haben gesagt, die Induktivität ersetzen wir hier durch eine Stromquelle, weil es der konstante Strom IL fließt. Und hier unten den MOSFET werden wir jetzt ersetzen durch eine im ersten Zustand offene Verbindung. Das ist der Zustand aus. Hier ist der Transistor ausgeschaltet und wir nehmen jetzt hier die Kapazitäten rein, die Gate-Drain-Kapazität und die Gate-Source-Kapazität. Das heißt hier CGS, hier CGD und hier wird dann die Spannung UGS abfallen. Wir haben dort diesen Vorwiderstand, den bezeichnen wir mit RG und dann haben wir hier die beiden Spannungen, einerseits hier die Spannung UT, die wir uns anschauen werden. Wir haben dann hier die Spannung UGS und wir können dann schon ablesen, hier tatsächlich, wenn jetzt hier oben, was abgekürzt, die Spannung plus UB dran ist, das heißt hier können wir sagen, okay, das hier ist das Potential plus UB bezogen auf Masse, können wir auch automatisch sagen, okay, ist die Diode eingeschaltet, können wir hier schon sagen, die Spannung an dem MOSFET von Drain nach Source, was ja diese beiden Anschlüsse sind, wird hier in diesem Zustand gleich UB sein, weil wir 0 Volt Spannungsabfall über der Diode haben und wir können aber auch sagen, der Strom ID, der hier in den MOSFET reinfließt, wird 0 sein, weil wir tatsächlich eine Unterbrechung haben. Das wird also unser Anfangszustand sein. Wenn jetzt an dieser Stelle der MOSFET ausgeschaltet ist, das heißt, wenn wir da noch ein Stück weitergehen, gucken wir uns das mal ganz kurz an, wenn wir jetzt hier die Zeitverläufe betrachten der Ströme und Spannungen. Was wir jetzt betrachten werden, ist zu einem Zeitpunkt T0 wird jetzt die Treiberspannung von einem Wert 0 auf einen Maximalwert UT Max springen, hier an dieser Stelle. Das ist also die Treiberspannung UT und wir wollen jetzt angucken, einerseits im oberen Diagramm die Spannung UGS noch. Und im unteren Diagramm werden wir den Strom ID und die Spannung UDS betrachten und hier oben die Spannung UGS. Und tatsächlich wird es folgendes sein, das ist jetzt dieser erste Schaltzustand vor dem Einschalten, sei jetzt hier, das sei sozusagen zu Beginn für Zeiten an dieser Stelle, die sozusagen vor diesem Schaltaugenblick sind oder ganz kurz unmittelbar nach diesem Schaltaugenblick, wird natürlich hier, wenn die Spannung UT 0 ist, auch die Spannung an diesen Kapazitäten zuerst 0 sein. Das heißt, die Spannung UGS wird im ersten Moment niedrig sein. Wir werden also hier vor dem Einschalten den Kondensator sicher entladen haben und dann zu diesem Zeitpunkt T0 wird jetzt was passieren. Was wird jetzt da passieren? Tatsächlich wird jetzt hier über diesen Vorwiderstand ein Ladestrom reinfließen. Das heißt, tatsächlich wird hier ein Strom IG fließen, der diese beiden Kapazitäten CGD und CGS, also die Eingangskapazität CISS, gleichzeitig umlädt in diesem Zeitintervall. Das heißt, hier, was wir kriegen werden, kennen wir Ladevorgang am Kondensator. Wir werden hier so einen Verlauf einer E-Funktion kriegen, bestimmt durch diesen Vorwiderstand. Und den Summe dieser beiden Kapazitäten nach dieser wird sich hier an der Stelle dieser die beiden Kondensatoren umladen. Das wird jetzt hier passieren. Was ändert sich hier drüben bei dem Transistor und an dieser Stelle, also bei dem Schalter an dieser Stelle und der Diode? Dort ändert sich jetzt im ersten Zustand nichts. Warum? Der Transistor wird so lange hier in diesem Auszustand bleiben, bis wir zwischen Gate und Source, das heißt, hier ist der Source-Anschluss an Masse, hier oben ist der Gate-Anschluss, bis wir dort eine Spannung haben, die so groß ist wie die Schwellspannung UGSTH. Erst dann wird er anfangen zu leiten. Das heißt, dieser erste Zustand wird sich erst dann ändern, wenn wir hier einen Wert erreichen, und zwar den Wert UGSTH. Und das sei jetzt zu einem Zeitpunkt T1. Das heißt tatsächlich, dieses erste Modell, dieser erste Zustand gilt für 0 kleiner t
kleiner T1, wenn wir sagen, okay, ab dem Zeitpunkt 0 war vorher die Spannung UT gleich 0 und zum Zeitpunkt T1 erreichen wir dann den Wert UGS TH. Jetzt kann ich die beiden anderen Größen ID und UDS auch einzeichnen, weil ich tatsächlich ja schon überlegt habe, was dort passieren wird. Tatsächlich durch die leitende Diode werde ich die Spannung UB an dieser Stelle für die Spannung UDS haben. Das heißt, tatsächlich wird die Spannung hier konstant Maximalwert UB annehmen, und zwar bis zu diesem Zeitpunkt D1 in jedem Fall, und der Strom an dieser Stelle ID wird auch bis zu diesem Zeitpunkt in jedem Fall 0 sein. Das war ja das, was wir uns überlegt hatten an dieser Stelle, weil dann bis hierhin auf jeden Fall der MOSFET ausgeschaltet ist. Was passiert jetzt? Wir kriegen jetzt einen zweiten Zustand. Wenn jetzt an dieser Stelle wir die Schwellspannung UGS TH erreichen. Das heißt, malen wir das nochmal ab. Dann wird jetzt hier einiges gleich bleiben, mit einem Unterschied. Wenn jetzt die Spannung UGS an dieser Stelle einen Wert erreicht, der so groß ist wie die Schwellspannung, wird der MOSFET seinen Betriebszustand ändern und wird jetzt als Verstärker arbeiten. Ja, wir erreichen gerade den Wert der Schwellspannung, wo wir einen Strom führen können. Das heißt, es wird jetzt hier tatsächlich der MOSFET arbeiten wie eine spannungsgesteuerte Stromquelle. Es fließt ein Strom, ID, der eine Funktion der Gate-Source-Spannung ist. Tatsächlich können wir es als ausrechnen über die Steilheit, die wir haben, aber es wird hier an der Stelle ein Strom fließen. Im Normalfall, wenn wir annehmen, dass hier diese Steilheit GFS, diese Vorwärtssteilheit, die wir dort haben, wenn die ein konstanter Faktor ist, dann wird sich jetzt hier der Strom proportional zur Gate-Source-Spannung ändern. Wie ändert sich die Gate-Source-Spannung? Die wird sich genauso ändern wie vorher. Das heißt, tatsächlich wird hier weiterhin der Strom IG fließen. Diese beiden Kondensatoren CGS und CGD umladen, weiterhin nach einer Exponentialfunktion. Woran liegt das? Tatsächlich, weil sich die Spannung über dem Transistor weiterhin nicht ändern kann. Das heißt, hier wird der Strom ID von einem Wert 0 zunehmen, proportional zu der weiteren Änderung der Spannung UGS. Aber solange jetzt hier ein Strom durch die Diode fließen kann, der größer als 0 ist, nennen wir den jetzt I-Diode, wird diese Diode eingeschaltet bleiben und wird hier oben den Drain-Anschluss des MOSFETs an die Versorgungsspannung UB legen, und damit wird auch hier die Spannung UDS in diesem Schaltzustand weiter gleich dem Wert UB haben. Wenn das aber der Fall ist, liegt der obere Anschluss des Gate-Drain-Kondensators auf festem Potenzial und dann für Wechselgrößen, das heißt für diesen Schaltvorgang, gedanklich parallel zu der Kapazität CGS. Das heißt, in diesem zweiten Zustand passiert jetzt Folgendes. Wenn wir unsere Zeitverläufe angucken, die Spannung UGS wird sich hier weiter mit einer E-Funktion ändern, bis zu einem speziellen Wert, da kommen wir gleich dazu. Während dieses Intervalls wird jetzt hier an der Stelle der Strom ID proportional zu dieser Spannung zunehmen auf einen Maximalwert. Das soll also hier dieselbe E-Funktion sein wie hier oben. Dieser Maximalwert entspricht dem Stromwert IL, dem konstanten Stromwert in der Induktivität, bis zu dem sich das erhöhen kann, und die Spannung UDS wird hier konstant weiter auf dem Wert UB bleiben. Das sei jetzt hier ein zweiter Zeitpunkt T2, wo wir das erreichen. Zu diesem Zeitpunkt wird jetzt ein spezieller Wert der Schwellspannung erreicht. Und welcher ist das? Das ist tatsächlich der Wert der Schwellspannung, den wir haben, um den Strom IL zu führen. Ich schreibe jetzt hier mal UGS von IL. Das heißt, das wäre jetzt genau der Wert, um den wir sozusagen das Gate umladen müssen, dass wir den Drainstrom begrenzen auf den Wert des Laststromes IL. In diesem Augenblick kann jetzt die Diode ausschalten, weil dann hier, wenn wir den Knoten hier oben betrachten, an dieser Stelle
der Laststrom komplett über den Transistor fließen kann, dann sagt uns die Knotenregel hier an der Stelle, okay, wenn wir jetzt hier vernachlässigen, weiteren Strom, der über diese Gate-Drain-Kapazität fließt, diese an der Stelle Diode kann ausschalten, weil eine Diode ausschaltet, wenn der Strom zu Null wird. Und damit erst kann die Spannung an dem Transistor absinken. Solange hier in der Diode ein Strom fließt in diesem Kreis, der etwas größer als Null ist, wird die Diode eingeschaltet bleiben und damit den Drain des Transistors auf die Spannung UB klemmen. Deswegen auch der Name dieser Schaltung mit dieser induktiv geklemmten Last. Was passiert dann im dritten Zustand? Im nächsten Zustand, male ich jetzt das wieder ab, werden wir jetzt Folgendes haben. Jetzt kann die Diode ausschalten. Ich habe das jetzt mal hier aufgezeichnet, wie dann dieser Schaltzustand aussieht. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich hier dann folgenden Fall. Wir haben dann hier die ausgeschaltete Diode. Der Laststrom IL fließt komplett über diesen Transistor. Und wir werden aber zunächst noch in dem Modus bleiben, dass der Transistor als spannungsgesteuerte Stromquelle arbeitet. Und jetzt kann sich hier die Spannung UDS verändern. Das heißt, tatsächlich ist jetzt UDS nicht mehr ganz konstant gleich UB im ersten Augenblick noch. Das heißt, hier dieses zweite gilt zwischen T1 und T2 in diesem Intervall. Und ab dem Zeitpunkt T2 wird jetzt hier die Spannung an dem Transistor anfangen können zu sinken. Was muss dazu passieren? Dazu muss sich hier die Spannung über dieser Gate-Drain-Kapazität ändern. Wie kann die sich jetzt ändern? Die kann sich nur ändern, wenn hier ein Umladestrom fließt. Das heißt, tatsächlich muss hier vorne ein Strom IG fließen. Und tatsächlich in diesem Zustand wird der Strom hauptsächlich über die Gate-Drain-Kapazität fließen und diese letztlich umladen. Und das ist jetzt ein Effekt, der so ganz typisch ist bei so MOSFETs in leistungselektronischen Anwendungen. Hier entsteht jetzt dann das sogenannte Miller-Plateau. Die Spannung UGS wird nicht weiter zunehmen, sondern der gesamte Strom, der hier vom Treiber geliefert wird, in dem folgenden Zeitintervall wird dazu dienen, um jetzt hier den Kondensator CGD umzuladen, an dem tatsächlich eine Spannung abfällt, im ersten Augenblick UB minus UGS zum Zeitpunkt T2, beziehungsweise wo hier immer die Spannung abfällt, wenn wir den Spannungsfall einzeichnen, diese Spannung ist UDS minus UGS. Und der Strom, der den umladen kann, wird jetzt geliefert durch den Gate-Treiber. Was passiert hier? Wenn man das misst, beobachtet, würde man feststellen, dass tatsächlich hier in einem gewissen Bereich jetzt der Strom konstant bleibt, die Spannung konstant bleibt, die Gate-Source-Spannung. Und während dieser Zeitdauer kann jetzt an der Stelle die Spannung UDS abnehmen. Tatsächlich würden wir jetzt annehmen, okay, wenn jetzt die Spannung UGS konstant ist, könnte jetzt hier bei konstant fließendem Strom IG, der wird in diesem Intervall in etwa konstant bleiben, weil wenn die Treiberspannung hier konstant ist, dieser Wert der Spannung konstant ist, ist diese Differenz der Spannungswerte über dem Widerstand RG abfällt, ist also auch dieser Strom IG konstant und lädt dann den Kondensator um, würden wir erwarten, dass sozusagen hier dieser Kondensator sich mit einer linearen Steigung entlädt. Tatsächlich ist die Kapazität nicht linear, das heißt, üblicherweise wird es so sein, zunächst ist die Entladung steiler und dann wird das etwas flacher werden an dieser Stelle, weil dieser Kondensator im Prinzip der Kondensator eines PN-Übergangs ist, dessen Größe spannungsabhängig in diesem Fall ist, werden wir also eine Abnahme kriegen und dann wird jetzt hier Folgendes also passieren. Wir werden hier eine langsame Abnahme kriegen. Die wird dadurch bestimmt sein, letztlich wie groß der Strom ist, der hier diesen Kondensator umladen kann. Das heißt, tatsächlich beeinflussen wird das der Spannungsabfall über diesem Vorwiderstand und der Wert dieses Vorwiderstandes. Das heißt, je kleiner der ist, desto schneller kann man diese Gate-Drain-Kapazität umladen und desto schneller wird auch hier die Spannung abnehmen. Tatsächlich in den meisten Fällen wird hier der Widerstand so gewählt werden, dass nach Möglichkeit wir das in der gewünschten Zeitdauer umschalten können. Und hier haben wir jetzt einen näherungsweise konstanten Verlauf der Spannung am Gate. Das ist das sogenannte Miller-Plateau.
das man typisch sehr einfach messen kann und damit eine Abschätzung treffen kann, wie schnell der Schaltvorgang ist. Das kann man relativ einfach messen, wenn man die Gate-Source-Spannung misst. Würde man versuchen, sozusagen das Umschalten anhand der Drain-Source-Spannung zu ermitteln, würde man feststellen, okay, tatsächlich, das ist nicht ganz so einfach, weil wo höre ich hier auf? Ja, hier geht es immer langsamer, weil die Kapazität größer wird mit abnehmender Spannung. Deswegen haben wir hier größere Schwierigkeiten, das zu messen. Der Strom hingegen, Idee, wird in diesem Intervall weiterhin konstant bleiben. Der MOSFET hat ja schon sozusagen eingeschaltet vorerst, dann kann sich ja die Spannung ändern oder also sogar weiter bleiben. Und ich habe dann hier das Intervall T2 bis zu einem Zeitpunkt T3, in dem die Spannung abnimmt. Manchmal bezeichnet man jetzt auch diese Zeitdauern hier, das eine als die Spannungsfallzeit. Das heißt, hier dieses Intervall kann man auch als die Spannungsfallzeit TFV, also Fall Time Voltage, bezeichnen. Und man kann jetzt auch hier an der Stelle diese Zeitdauer zwischen T1 und T2 als die Stromanstiegszeit bezeichnen. Ja, das TRI, die Stromanstiegszeit an dieser Stelle. Und dann sehen wir, was ja auch so typisch ist, normalerweise ist die Spannungsfallzeit viel, viel größer als die Stromanstiegszeit. Das heißt, diese Zeit hier, TRI, ist typisch im Bereich, im einstelligen Nanosekundenbereich vielleicht. Und hier diese Spannungsfallzeit ist einige 10 Nanosekunden bis einige 100 Nanosekunden. Das heißt, typischerweise kann man sagen, okay, anhand Messen des Miller-Plateaus kann ich die gesamte Schaltzeit abschätzen. Und in dieser Zeit wird sich jetzt hier die Spannung ändern, idealerweise linear, tatsächlich aufgrund der Nichtlinearität der Gate-Drain-Kapazität nicht linear. Das ist dieser dritte Schaltzustand, der zwischen den Zeitdauern T2 und T3 ist. Und dann als letztes an dieser Stelle wird ein vierter Schaltzustand auftreten. Wir werden den Zustand haben, wo der MOSFET dann vollständig eingeschaltet ist. Er wird nicht mehr im Verstärkermodus arbeiten, sondern wie ein ohmscher Widerstand. Das heißt, tatsächlich kann ich jetzt nochmal die Abbildung abmalen und muss bloß den MOSFET ersetzen. Ich habe dann hier also als letztes dann den Schaltzustand der Transistors vollständig eingeschaltet. An dieser Stelle die Spannung über dem Transistor ergibt sich nur noch im Wesentlichen dann aus dem Spannungsabfall, der verursacht wird von dem fließenden Strom, der jetzt dann, wenn er voll eingeschaltet ist, ungefähr gleich dem oder ziemlich exakt dem Laststrom sein wird. Das heißt, wir kriegen da hier einen Spannungsabfall RDS on mal IL über diesem eingeschalteten Transistor. Und tatsächlich, was jetzt noch passieren wird, hier wird jetzt noch ein Umladestrom fließen. In diesem letzten Intervall wird jetzt hier der Gate-Strom so fließen, dass jetzt hier die Gate-Source-Spannung noch den Maximalwert, den wir hier vorne drauf geschaltet haben, das war ja der Wert UT-Max, werden sich diese beiden Kapazitäten wieder umladen. Und hier an der Stelle kriegen wir einen Verlauf mit wieder so einer Exponentialfunktion, bis das vollständig aufgeladen ist, was theoretisch unendlich lang dauert. Praktisch interessiert das in den meisten Fällen schon nicht mehr, weil ab diesem Zeitpunkt hier der MOSFET schon fast vollständig eingeschaltet ist. Tatsächlich wird jetzt hier noch ein bisschen Folgendes passieren. Der Spannungsabfall wird hier noch ein klein wenig abnehmen. Das hängt ein bisschen davon ab, ob wir einen Hochvolt- oder Niedervolt-MOSFET haben. Tatsächlich ist nämlich der RDS-ON abhängig von der angelegten Gate-Source-Spannung. Das heißt, wir werden hier eine Abnahme kriegen auf den Spannungswert IL mal RDS-ON. Hier ein Spannungsabfall, den kann man jetzt bezeichnen als die Einschaltspannung der Strecke UDS ein. An dieser Stelle und praktisch ist aber schon fast nach diesem Zeitpunkt T3 hier dieser Einschaltvorgang abgeschlossen. In Realität wird es hier nochmal ein bisschen abnehmen, der MOSFET wird sich endgültig aufladen und wir haben dann hier den Einschaltvorgang abgeschlossen. Das heißt, das hier sind die groben Zeitverläufe, die jetzt hier entstehen beim Einschalten eines MOSFETs. Wir sehen jetzt hier tatsächlich bei dieser Art der Last ändern sich Strom und Spannung in Anführungszeichen ungünstig. Zuerst nimmt der Strom zu und dann erst kann die Spannung abnehmen. Was bedeutet, wir haben hier ein Intervall während der Stromanstiegszeit und der Spannungsfallzeit, wo gleichzeitig Spannung und Strom am MOSFET auftreten und es zu Schaltverlusten kommt. Und die Ursache ist letztlich darin zu sehen, dass wir hier an der Stelle
diese Kapazitäten haben, die wir umladen müssen durch diese endlichen Anstiegs- und Fallzeiten, der Ströme, die dadurch entstehen, werden hier Schaltverluste bei diesem MOSFET auftreten, selbst wenn wir dann eine ideale Diode haben. Das war also hier dann der letzte Schaltvorgang für T größer T3. Das war jetzt alles ein bisschen schnell sicherlich in der Ausführung, wie das geschildert ist. Deswegen finden Sie im Skript hier an der Stelle nochmal Hinweise dazu. Das heißt, hier zum Beispiel im Skript sehen wir nochmal diese Testschaltung. Im Skript sind dann auch die Spannungs- und Stromzeitverläufe dargestellt für den hier den Einschaltvorgang, so wie wir es gerade mehr oder weniger abgeleitet haben. Und dann nochmal dargestellt eine Beschreibung ganz grob, was passiert jetzt in diesen unterschiedlichen Zeitintervallen, wie ändern sich dort die Spannungen und Ströme und wie kann man sich das erklären. Wichtig ist, dass man dieses Phänomen im Kopf hat, wenn man ein Leistungs-MOSFET in leistungselektronischen Anwendungen diese Umschaltvorgänge betrachtet. Man kann jetzt eine ähnliche Betrachtungsweise für den Ausschaltvorgang machen. Tatsächlich gehen wir da jetzt ein bisschen schneller drüber. Beim Ausschalten schalten wir am Treiber von einem Maximalwert der Spannung auf den Wert 0. Das heißt, tatsächlich haben wir hier einen Sprung zu einem Zeitpunkt T0 von einem Maximalwert auf 0, um den Transistor auszuschalten. Wir müssen jetzt aber auch wieder an dieser Stelle die Kapazitäten entladen. Was machen wir da? Dazu müssen wir an dieser Stelle wieder die Eingangskapazität über den Vorwiderstand entladen. Wenn wir jetzt diese Gate-Source-Spannung betrachten, tatsächlich werden wir jetzt hier an der Stelle den Gate-Source-Kapazität wieder entladen auf eine Spannung UGS in Anführungszeichen von IL, auf den Wert, der gerade noch nötig ist, um den Strom zu führen. Auch dann taucht hier dieses Miller-Plateau auf. Der Transistor arbeitet wieder als Verstärker, das heißt, der Strom, der von dem Treiber geliefert wird, hier vorne, wird wieder dazu genutzt, um hier die Gate-Drain-Kapazität umzuladen. In diesem Intervall wird jetzt damit zunächst mal die Spannung am MOSFET ansteigen, hier auch wiederum nicht linear, weil die spannungsabhängig ist. Das heißt, zunächst, wenn er eingeschaltet ist, langsamer, danach eigentlich schneller, weil dann die Kapazität kleiner wird. So lang bleibt aber noch der MOSFET eingeschaltet, führt noch den Strom und erst dann, wenn die Spannung am MOSFET, an der Drain-Source-Strecke, den Wert der Spannung UB, wie hier dargestellt, erreicht hat, kann in dieser Schaltung mit der induktiv geklemmten Last die Diode einschalten und damit kann der Strom dann vom Transistor, wie man sagt, auf die Diode kommutieren. Das geht erst, wenn die Diode einschaltet und bis dahin führt auch hier der Transistor den Strom in diesem Zeitintervall. Das heißt, wir haben jetzt hier dann ein Zeitintervall, sozusagen die Spannungsanstiegszeit TRV und dann hier eine Stromfallzeit EFI. Und auch hier haben wir wieder eine Überlappung, sodass gleichzeitig Strom und Spannung am MOSFET auftreten. Tatsächlich werden wir uns das angucken in der Simulation dann noch und auch in einem Praktikumsversuch.